zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und es gibt ja bekanntlich tolle Lego-Sets, es gibt langweilige Lego-Sets und ja, es gibt etwas andere Lego-Sets. Und über die soll es heute gehen, nämlich die etwas skurrileren, seltsamen, wo man sich ein bisschen an den Kopf fasst und sagt, ach was, sowas gibt's. Ja, 85 Jahre Lego, das bedeutet, davon gibt's sogar eine ganze Menge. Und deswegen ist dies ja auch Teil Nummer 1, weil wir können gerne noch mal ein paar Mal drüber reden. Wir gucken jetzt mal rein, wer selber skurrile, seltsame Lego-Sets entdeckt hat, über die man hier berichten kann, der möge das gerne in die Kommentare schreiben, / auf klemmbausteinlyrik.de, dort einen Kommentar hinterlassen. Ja, ich glaube aber, Futter gibt's genug. Und wir gucken jetzt mal in die erste Folge rein. Viel Spaß! Starten wir mit einer Reise in die 80er Jahre. Da gab es nämlich Fabuland, eine Serie, bei der Tiere wie bei Fabelwesen eben diese Welt bevölkern und sich wie Menschen verhalten. Wir haben hier zum Beispiel eine, ja, sagen wir mal so, eher übersichtliche Truppe an Musikern, nämlich ein Schlagzeugspieler bzw. Trommler, das ein Affe und ein Schwein, das die Tuba bläst, wo man sich auch schon mal gleich fragen kann, wie klingt das eigentlich, wenn genau diese zwei Instrumente ein Konzert geben? Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Das Problem für den Designer einer solchen Serie ist es natürlich auch, dass wenn Fabelwesen also in dieser Welt leben als Tiere, aber sich mit tierischen Produkten auseinandersetzen, dass das dann bizarr wird. Und da hätten wir jetzt hier mal ein Beispiel. Das, also da guckt ein Schwein in den Topf und träumt davon, einen Truthahn zu essen. Man kann sich vorstellen, warum Fabuland wohl nicht so viele Truthähne bisher aufgetreten sind. Ja, und richtig krank wird es dann hier, die Kuh, die Milcheis verkauft, ja, aus eigener Produktion wahrscheinlich. Man will sich erst recht nicht vorstellen, wie das nun wieder übersetzt auf die unsere Welt mit den Menschen ist. Die freundliche Milcheisverkäuferin hier, also die Kuh, hört auf den schönen Namen Clara, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Okay, schnell weg damit. Kommen wir zu einem anderen großen Thema bei Lego, nämlich Fußball. Ja, immer mal wieder, wenn der Ball irgendwo auf dieser Welt, gerade bei Weltmeisterschaften, rollt, dann kann auch bei Lego nicht der Designer sozusagen den Fuß bzw. den Ball stillhalten. Und manchmal gibt es dabei ganz interessante Ausflüge. Und einmal gab es auch mal etwas, da muss man sagen, boah, mutig, beziehungsweise einfach mal weg von dieser, ach, eigentlich viel zu rührseligen Fußballromantik mit schöne Pässe oder irgendwas ähnliches, volle Stadienstimmung, Laola. Nö, man guckt sich hier einfach mal den Hooligan an, wie er denn auf der Flucht ist und wie fröhliche, grinsende und mit Sonnenbrille bewaffnete Polizisten hier zwar jetzt nicht mit Schlagstöcken auf die Ultras losgehen, aber doch immerhin die ein oder andere größere Scheibe in der Hand halten. Wobei auch der Ultra hier, sagen wir mal so, nicht dem typischen Ultra aus dem Stadion vielleicht entspricht. Na gut, das kann man vielleicht noch dem, ja, schon ein paar Jährchen älteren Modell hier schulden, dass man dieses Cappy so rappermäßig auch heutzutage nicht mehr so nach hinten dreht, das ist aus. Aber dieser Schal, boah, auch mal gewagt und dazu noch so ein Schnäuzer, das, gut, den kenne ich noch von Rudi Völler, aber die Zeiten sind ja auch vorbei. Nun gut, ja, so war es eben, nicht? Beim Fußball immer mal wieder und auch heute. Ehrlich, kann man sagen, ein wirklich ehrliches Set. Man beachtet übrigens auch die Grinsebacke im Hintergrund, im Auto, der so lässig sich rauslehnt mit offener Tür. Der hat nämlich den Zwinger schon mal hochgeklappt. Zumindest sieht es wie ein Zwinger aus, wo unser, ne? Ja, gut, dann eben schnauzertragender Hooligan gleich drin verschwinden wird. Das Set stammt übrigens aus dem Jahre 1998, da war Fußball-WM in Frankreich und dazu passend sind dann auch noch Fußballer oder Fußballfans erschienen. Ja, auch da muss man sagen, heutzutage würde ich dann ja erwarten, wenn die dann für verschiedene Nationen auch rausgebracht werden, dass die dann auch mal so ein Emblem auf der Brust haben, vielleicht entsprechend farblich geschminkt sind oder
bei Lego dann einfach mal ein andersfarbiges Unterteil bekommen. Da muss man schon sehr genau hingucken, was ist jetzt hier Deutschland, England oder Australien. Der Deutsche macht es eher grau oben, dafür schwarz an der Hose. Der Engländer weiß und blau. Ja, das würde dann auch den Bayern freuen. Und der Australier dann wieder eher etwas weißer, aprilfrisch und auch die deutsche schwarze Hose. Das war's dann auch schon an Unterscheidungskraft. Ja, Gott, nicht? Da freut sich ja jeder, der die Sammlung dann heute besichtigen kann. Guck, da ist er ja, der deutsche Engländer Australier. Genau. Da lobe ich mir doch Yogis Jungs aus dem Jahr 2016 als Minifiguren. Die hatten zwar alle, naja, fast alle die gleiche Frisur, aber zumindest stand ein anderer Name drauf. Das war schon ein Fortschritt. Ein bisschen was am Design. Also, naja, gut. Irgendwas ist ja immer. Apropos, irgendwas ist ja immer. Wenn wir jetzt mal in die Star-Wars-Welt wandern, auch da gab es ein, ja, interessantes Modell. Und zwar aus dem Jahre 2002, R2-D2 quasi beim Nacktbaden erwischt. Also auf jeden Fall sehr grippig und sehr durchsichtig und auch überhaupt nicht mehr cool, wie man sich so ein R2-D2 eben vorstellt. Na gut, dafür aber Lego-Technikteile eben. Aber ansonsten... Nee, also ich glaube, damit wäre Star Wars kein Erfolg geworden. Beziehungsweise C-3PO wäre dann doch der Halt gewesen und nicht der R2-D2. Aber gut, jetzt sind sie ja alle heiß auf BB-8 und die Zeiten ändern sich ja bekanntlich. Aber ja, also da hätte man doch ein bisschen wenigstens drumherum gehen können. Dings die ärgsten Blößen bedecken können bei diesem R2-D2. Aber na gut, das erkläre man jetzt mal einem Achtjährigen, wie es die Verpackung hier zumindest als Mindestalter dann verspricht. Apropos Kopfkino bzw. Coolness, die irgendwie nur im Kopf entstehen kann. Wir kommen zur Serie Snap. Auch die, wie wir sehen hier, war mal bei Lego aktuell. Und ja, auch diese Serie hat dann doch eher rustikale Züge gehabt. 1998 ist dieses schöne Modell rausgekommen und da darf man jetzt mal ganz kurz überlegen, was Cooles für den Jungen, vielleicht auch für das Mädchen von 1998 mag das sein. Ja, ich löse gleich mal auf. Das ist ein Jetcar. Ach, so cool kann Lego sein. Ja, einen habe ich noch. Das hier, das ist der Dino Jet. Ah, cool. Auch aus dem Jahre 98. Das ist so jettig hier. Also Tom Cruise wäre bei Top Gun, glaube ich, einfach durchgefallen. Weil das Ding ist ja doch ohne doppelten und nicht mal einfachen Boden. Mhm, genau. Die 90er Jahre waren bei Lego allem Anschein nach sowieso die Zeit der coolen Typen. Da gab es nämlich auch die Serie Belleville. Sozusagen das Friends eben der Jahre kurz vor der Jahrtausendwende. Und natürlich gibt es da zum einen Mädels, die irgendwie, ja, wie soll man sagen, so leicht gelangweilten Teint haben. Das sehen wir hier. Gut, nun muss man sagen, diese Einrichtung, um die es hier bei diesem Set übrigens auch geht, ist doch eher übersichtlich und da hätte ich, glaube ich, auch das Bedürfnis entsprechend traurig auf meinem Sofa zu sitzen. Aber es könnte auch daran liegen, dass die Jungs dieser Welt jetzt natürlich eines irgendwie sind, nur nicht cool. Nämlich dies hier. Das ist Prince Justin aus dem Jahre 1999 mit Katze und mit was Glitzerndem in der Hand. Wenn man da nicht schwach wurde damals, ich weiß auch nicht. Allein diese Hose oder was soll man da sagen? Und dieses, breite Kreuz obenrum mit den dünnen Ärmchen. Dieses dahinschmachtende Starren in die Luft, das, glaube ich, jedem Darsteller von The Walking Dead zur Ehre gereicht hätte. Ja, schön. Fast schon ein wenig kafkaresk. Also Hochkultur. Dann ist ja gut.
doch so literarisch wertvoll wie ich diese Folge der Klemmbaustein-Lyrik natürlich nicht beenden. Wir steigen nochmal hinab in die Niederungen des Machohaften, der Typen, die wirklich einfach nur was in den Muskeln haben, aber den Kopf mal weglassen könnten. Das ist zum einen Jack Stone. Über den habe ich ja schon eine Menge hier berichtet. Da hatte ich mal eine eigene Folge drüber. Ja, der hatte schon fast dass die Firma Lego auf dem Gewissen, damals 2001. Aber da will ich heute gar nicht mehr so viel drüber erzählen. Da verweise ich auf die andere Folge von der Klemmbaustein-Lyrik. Ich wollte doch zumindest nochmal Galidor erwähnen, jetzt aus dem Jahre 2002. Da geht es einfach auf einen Planeten mit Außerirdischen und der Nick, der da insbesondere auf dem Weg ist, der darf sich laut der Bauanleitung auch gerne mal zumindest mit Teilen seiner Extremitäten oder vielleicht auch mit allem in ekelhafte Außerirdische verwandeln. Normalerweise so ein Thema wie bei Alien ab 18, aber hier wird auch der gestählte Vierjährige schon mit diesen Fragen konfrontiert. Und so gesehen so als Schockelement von dieser Folge noch, wobei ich übrigens über Galidor, weil es jetzt ja bei Ninjago City sogar eine Kurzreminiszenz drauf gibt, wie das Thema ist, da werde ich nochmal eine eigene Folge drüber machen, aber sozusagen als Schockelement am Ende jetzt verbunden mit der eindrücklichen Bitte, nicht zart beseitete Menschen weiter zu gucken, allen anderen sei jetzt folgende Szene zugemutet. Der gute Nick kann nämlich seine Faust ausfahren und ich muss jetzt erstmal kalt duschen. Bis bald und tschüss.